Willkommen für dieses letzte Let's Show dieses Mal. Das liegt daran, weil es einen Fehler bei meiner alten Let's Show-Welt gibt. Und zwar ist es diese hier. Ich habe mittlerweile schon eine neue Welt angefangen, privat. Und ja, da habe ich hier noch meine Testwelt, die ist zum Testen von den Becken, wenn zum Beispiel eine neue Version rauskommt. Die Jump-Welt, die habe ich im Silvester-Special ja gezeigt. Und die Let's Play-Welt, die habe ich auch noch. So, dann gehe ich jetzt mal in die... Ach, scheiß Logitech-Webcam. So, dann gehe ich jetzt mal ins normale Show rein. Kennt ihr die Welt schon? Und ja, ich zeige euch jetzt, was alles falsch ist. An meinem... An diesem, ja... Ist Peaceful drin? Ja, ist drin, okay. Und zwar zeige ich euch erst das, was ich gebaut habe und das, was falsch ist. So. Das ist was Neues. Zum Beispiel hat die Brücke hier jetzt solche Fackeln und Eisenzäune. Hier ist mein Lager. Da ist der Alchemist. Hier habe ich auch wieder versucht, das von dem Werk dann zu befreien, das Haus. Hier habe ich auch eine Weg hingemacht. Es leckt bei mir ein bisschen. Ich glaube, das verändert jetzt gleich ein bisschen. Moment. Grafikeinstellungen. Partikeleffekte mache ich mal auf verringert. Sichtweite auf gering. Grafikeinstellungen mache ich... Was ist schnell? Ist er jetzt zum Glück auf Deutsch, bei der 1.1 ist er ja rausgekommen auf Deutsch. Ja, so ist viel besser. So, der Weg ist allerdings noch nicht ganz fertig. Der geht nämlich hier weiter. Hier habe ich auch, ja, ein paar Laternen hingebaut aus Holz. Und der führt zu das, was ich, wo ich am längsten davor gesessen bin. In diese, im Januar. Ab Februar habe ich nicht mehr weiter gespielt zum Zocken, weil es an diesem Bug liegt. Hier ist ein Haus. Und zwar ist dieses Haus meine Wollefarm. Das habe ich direkt bei der Zuckerfarm hingebaut. Die wird man gleich sehen. Habe ich, ja, gut, das passt eigentlich. Ich habe mein Skin geändert. Für die, also passend für die Let's Show Welt. Es gibt ja ab 1.1, ab 1.2 gibt es ja Dschungelbiome. Da habe ich meinen Charakter schon darauf angepasst. So, hier ist meine Kuhfarm und da hinten ist mein Holzsammeldingsfarm. Hier ist ein kleines Getreidefeld, habe ich gebaut, um schnell Getreide für die Tiere zu bekommen. So, und das ist da, das dieses große Gebäude hier, was ihr seht, das ist meine neue Monsterfalle. Die ist nicht so ganz effektiv. Ich habe die, ja, so ganz funktioniert sie nicht. Ich kann ja mal auf Easy schalten. Ja, die Tür ist falsch, okay. Ich schalte es mal auf Easy, damit er was spawnt. Ich zeige euch später, wie die gebaut ist. Aber währenddessen können wir ja die ganze Wolle da abernten, was die Schafe da tragen. Also ich habe die verschiedenfarbig gefärbt. Fast jede Farbe ist hier bei der Wolle drin. Und ja, die ganze Wolle, die ich dann sammle, die habe ich auch noch... Da habe ich auch noch einen Lagerort gebaut. Den werdet ihr auch gleich sehen. Aber zuerst nehmen wir die ganze Wolle mit. Oh, das habe ich hier nur platziert, damit die, damit ich schnell die Viecher wieder einfangen kann, weil da büchsen öfters mal ein paar Viecher aus. Und die versuche ich dann immer einzufangen. Und das ist ja ganz schön nervig. So, gleich haben wir die Wolle. Es leckt ein bisschen. Das seht ihr bestimmt. Darunter ein pinkes Schaf. Pinkes Schafchen, juhu. Und hier wächst wieder nach. So, okay. Die ganze Wolle, die ich hier sammle. Ich glaube, das reicht mittlerweile, oder? Ach, nehmen wir uns das himmelblaue Schaf noch vor. Und von vorbei nehmen wir uns das gelbe noch mit, okay. So, und zwar kommt die ganze gelagerte Wolle hier in den ersten Stock rein. Da habe ich nämlich ein Lager ausgebaut. Für jedes Naturrohstoff. Hier kommt die normale Wolle rein, also die hier. Hier kommt die gefärbte rein. Da habe ich momentan keine drin, weil ich die neulich alle in meinem Lagerhaus alle gelagert habe. Ich glaube, ich mache ein bisschen leise, sie ist ein bisschen laut. Ja, jetzt setze ich meinen Player oben. Hier kommen die Setzlinge für die Birke rein. Setzlinge ganz normale und Setzlinge für die Tannen. Seit 1.2 gibt es ja auch noch Dschungelsetzlinge, aber
die gibt es nur in Welten, also in neue Welten. Das ist auch ein Grund, warum ich ein neues, eine neue Let's Show anfangen will, weil es hier keine Dschungelbiome in meiner Welt geben wird, weil die gibt es nur bei neuen Welten. Das ist ein sehr riesiger Nachteil. Meine Erachtens, hier kommen Farbstoffe rein. Hier Blätter und Getreide. Farbstoffe, ja. Hier kommt Tierzeugs rein, das was ich von den Tieren alles ergattere. Werkzeuge, zum Beispiel die Schere hier zum Beispiel oder die Axt. Eine Axt brauchen wir noch, warum zeige ich euch gleich. Mobzeug, das was wir hier jetzt gleich von der Monsterfalle sammeln. So, dann schalte ich das mal an, zack. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Da habe ich nämlich ein bisschen mit Redstone rumgespielt. Ich glaube, das dauert so 10 Sekunden oder so. 10, 20 Sekunden. Die Tür ist ja echt verbuggt. Türenbug wurde mit 1.2 gefixt. Ne, mit 1.1. Keine Ahnung. So, okay. Ich glaube, die Zeit müsste reichen. Jetzt setze ich das Ganze wieder auf easy. Wobei, ne, ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Oh, ich lasse es mal so. Es müssten hier ein paar nette Sachen sein. Das sind es aber nicht. Das ist jetzt, wie effektiv meine Falle ist. Nämlich gar nicht. Aber müsste doch eigentlich funktionieren. Ich zeige euch jetzt, wie ich die gebaut habe. Ich schalte zuvor erst mal wieder auf friedlich. Scheiße, ich habe keine Spitzhacke. Mache ich mir einfach schnell eine. Der Kevin macht sich schnell eine Spitzhacke. So, zack, zack. Scheiße, zack. Zack, zack, zack. Und zack. Na, wo ist der Sticky? Hier ist der Sticky. Braver Sticky. So, hier ist meine Schweinefarm. Und hier ist die Zuckerfarm da hinten. Wir haben ein paar Blätter hin, ein paar Gräser hin platziert. So habe ich die folgendes gebaut. Ähnlich wie die Seemaschine von Gronkh. Ich habe hier einen riesigen Spawning Ground gemacht. Das kann man sich so vorstellen. Hier in dem Dunklen sollten die Monster eigentlich spawnen. Und dann aktiviere ich diesen Schalter. Das hängt dann die Pistons hier nach unten und das Wasser treibt die Monster. Ich renne jetzt mal ein bisschen. Das treibt dann die Monster hierhin an eine Lavafalle. Und dort sterben sie und ich kann sie. Ich kann mich an ihren Ressourcen erbeuten. Aber irgendwie funktioniert es ja nicht, ich habe keine Ahnung. Falls ihr da was wisst, könnt ihr mir einen Kommentar schreiben. Ich war auch so geizig und habe keine Sticky Pistons verwendet, weil ich keine Schleimbälle habe. Naja, ich mach da mal wieder zu. Hier habe ich noch ein paar Steine, um das von dieses Umhüllen da, von diesem Zeug da. In diesen Stein da habe ich noch ein bisschen normale Steine dabei. So, hier ist meine Holzfarm. Da hole ich mir immer Holz. Ja. Ganz einfach, ich hole mir hier Holz, zack. Und wenn dann Setzling fallen gelassen wird, sammle ich den ein und platziere ihn hier an der Erdstelle wieder und es wächst ein neuer. Das habe ich aus einem Multiplayer-Server übernommen. Also ja, die Idee kam mir von einem Multiplayer-Server. Die war nämlich genauso. Naja, jetzt muss man, bis wir einen Sapling bekommen. Sapling! 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 Sub for Sub! Kein Sapling! Geizhals! Hallo, Sapling! Ist aber ganz schön dunkel jetzt. Ist die Helligkeit, hoffentlich seht ihr was. Helligkeit düster, aha! So, okay. Müsste was sehen, ne? Sapling! Sapling! Ach, egal. Falls ich keinen Sapling finde, hole ich mir einfach einen. Aber das muss ich euch jetzt nicht zeigen. So, hier ist zum Beispiel auch noch einer. Zusammenwachsen. Und ja, hier ist die Zuckerfarm. Hier ist auch noch ein Weg. Die führt hier noch weiter. Ich wollte es dann noch mit der Zuckerfarm hier so einen Eingang bauen, aber das Problem ist ja, dass das Zuckerrohr hier den Weg versperrt. Und
Ja, das da hinten, das sollte ein Hühnerstall werden, sodass da man, dass man da Eier ist, dass da man Eier immer bekommt. Und jetzt können wir ja mal die Brücke überqueren, die ich ein bisschen verändert habe. Sieht in der Nacht ziemlich cool aus. Zumindest mit Texture Packs. Ich spiele ja momentan mit keinem Texture Pack, weil ich auf einem Snapshot spiele. Also mit einer vorangekündigten Version. Also bei mir gibt es zum Beispiel schon die Jill-Biome. Die werde ich euch da auch am Ende zeigen. Ich habe da schon eine Welt angefangen. In dem Dschungelbiom, die werde ich euch dann zeigen. Aber ich habe sie nur... Ist noch nicht so viel zu sehen, sag mal so. Ist ein bisschen drauf, also... Ja, habe angefangen ein Haus zu bauen und mehr ist damit drauf. Ich habe versucht, das ein bisschen ureinwohnisch zu halten. Also hier geht man hoch, ne? Hier ist die Treppe. Ich habe es übrigens auch da so hingebaut, dass das nicht mehr fliegt, dieser Steg. Wups! Und hier ein höllischer Steg. Habe mir auch die Freiheit genommen, die Cleanstones und Halfstones zu nehmen. Die waren ja früher nur aus Cobblestones. Und hier ist das Lager mit erhöhter Sichtweite. Sieht es natürlich ein bisschen cooler aus. Und mit dem Texture Pack. Und hier habe ich das ebenfalls gemacht. Der führt dann zum Hafen quasi, zu meinem kleinen Hafen. Und das, was Lustiges habe ich auch entdeckt. Und zwar ist hier ein Dungeon, habe ich hier gefunden. Das ist ganz lustig. Und habe mir auch gedacht, ob ich hier ein Haus baue. Also ein zweites Zombiehaus nahe meines Lagerhauses. Und ja. Ja, habe ich nicht gemacht im Januar. Seitdem 1.1 rauskommt, habe ich riesige Probleme. Die zeige ich euch jetzt einfach mal. Erst dafür müssen wir zu meinem Lagerhaus gehen. Die hat der Gronkh übrigens auch mit seinem Strandhaus hat sich in ein Wikingerhaus verwandelt und dieses Problem habe ich jetzt bei meinem Lagerhaus. Ne, irgendwie ist es so, dass seit 1.1 alle alten Biome angefangen haben zu Schneebiomen zu werden. Und das ist ja der Grund, warum auch ein Hauptgrund, warum ich aufhören will mit dieser Welt zu spielen. Zudem finde ich die neuen Biome einfach epischer als die anderen Biome. Ach ja, ich habe hier noch was gemacht, das habe ich euch auch noch gezeigt. Hier habe ich auch angefangen, hier habe ich das die Tierfalle in Anführungsstrichen anders gebaut. Und zwar habe ich hier, es ist erweitert, die riesige Treppe, die habe ich abgerissen, weil ich fand, die sieht ein bisschen blöd aus. Und zwar habe ich hier ein riesiges Loch hingebaut. Und zwar soll hier unten dann Lava entstehen, aber das ist noch nicht fertig. Und diese Spots habe ich ja auch weggemacht, weil ich fand, die sehen auch so blöd aus. Hier habe ich Pistons, kennt ihr ja, glaube ich, oder ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe. Im Moment habe ich nichts weiter gebaut. Hier geht es auch noch nach unten. Und zwar bräuchte es gar nicht mehr. Hier habe ich eine Schneefarm gemacht mit ein paar Schneegolems. Und ich glaube, meine Webcam ist ein bisschen verbuggt. Ihr seht mich ein bisschen verbuggt, ne? Und ich weiß gar nicht. Also ich sehe mich selber zumindest verbuggt. Und dieser Weg, der führt nach unten. So habe ich hier unten eine Schleimfarm gebaut. Da habe ich mir extra einen Mod installiert, der die Slime-Chunks anzeigt. Und dann habe ich an zwei Slime-Chunks, die nebeneinander standen, ein Spawn-Ding gebaut, ne, damit er bei spawnt. Und das, der ist hier, den habe ich möglichst hell gemacht. Aber leider spawnt auch hier nichts. Aus irgendeinem Grund. So, keine Ahnung, warum es mal hier nichts spawnt. Und zufällig für dieser Weg. Moment, zack. Also dieser Weg führt zufällig in den Untergrund von meiner Pyramide. Muss ich zuerst diesen Crafting-Table wegmachen. Oh nein, Quatsch, das ist ja falsch, das, oder? Weiß gar nicht. Ja doch. Und zwar reiße ich das hier jetzt schnell ein. Das kommt weg und das kommt auch weg. Genau, und zwar ist hier dieser Weg ist der führt zu meiner Pyramide. Ja, okay, dann gehen wir mal wieder nach oben.
Kann ich eigentlich mit Cleanstones zumachen? Zack. Zack. Ach, scheiße. Ach, egal. Wobei es. Das muss sein. Das war jetzt ein Bug. Ein Doppel-Klick-Bug. Und der Weg führt zu einem alten Ding, wollte ich zu einer Fehlleitung quasi. Ne, Quatsch, der führt zurück. Und hier ist das Schild. Schalte hier auf normal. Ja, weil auf normales Slivy spawnen, dachte ich zumindest, aber dann habe ich bei mir im Creative-Modus mal auf Easy geschalten, bei so einer Flachlandschaft, und dann sind hier Slimies gespawnt, auf Easy. Das heißt also, dass auf Easy Slimies auch spawnen. So, jetzt muss man die Leiter erst hoch, ja, das dauert ein bisschen. Aber wir haben ja Zeit, ne? Es ist gerade mal Viertel nach 22 Uhr. Ich glaube, Hardware werde ich morgen hochladen, also am 16.02. Weil das kann, glaube ich, ein bisschen dauern, bis der hochgeladen ist. Und ab 12 Uhr wird mein Internet ausgestellt. Wenn meine Eltern wieder rumzicken. Kein Internet und so, ne? Und das habe ich hier verändert. Oder habe ich euch das schon gezeigt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich zeige es euch einfach nochmal. Was soll's? Das habe ich euch doch schon mal gezeigt, ne? Ja, das habe ich euch schon mal gezeigt, ich bin mir ziemlich sicher. Nun gut, schneit es bei mir jetzt. Also, ja, ihr seht, hier ist Schnee. Das deutet darauf hin, dass es alles vollgeschneit ist. So, jetzt gehen wir mal nach oben, da sieht man es viel deutlicher. Oh, wir gehen dann später auf meinem Turm, da sieht man es am deutlichsten. Deutlicher am deutlichsten. Das ist eine Wortsteigerung. So, hier seht ihr schon. Ich habe hier ein riesiges Dach platziert. Und zwar ist hier alles verschneit. Das heißt, mein Lagerhaus ist ein Schneebiom geworden. Ich muss hier aufpassen, dass ich da nicht runterfalle, weil es laggt gerade übelst. Und da es da unten Wasser läuft, habe ich mir einen Fackeltrick verwendet und habe hier nebenan eine Fackel platziert. Und hier sieht man es. Hier ist alles voller Schnee. Ja, hat angefangen zu schneien und zu gewittern. Und da entstand aber dieses riesige Schneeareal. Ich glaube, den durchqueren wir jetzt mal schnell. Alles voller Schnee. Seht euch das an. Sogar dieser Weg hier ist voller Schnee. Und hier dieser fliegende Baum, der steht hier immer noch seit 1.7 rum, den habe ich immer noch jetzt abgeholzt. Seht euch das an, boah, grauenhaft, oder? Alles voller Schnee, voller schlechten Schnee, der sogar noch ein paar Graslöcher hat, oh Mann. Boah, ist doch eine Katastrophe. Katastrophe, sogar hier ist alles zugefroren, also das sieht doch sauhässig aus, oder? Oder was meint ihr? Also das ist der Hauptgrund, warum ich aufhören will, auf dieser Welt zu spielen. Das sieht so hässlich aus. Überall Eis und Schnee. Boah, ich komme mir vor wie auf dem Nordpol. War noch wie auf dem Nordpol, aber so komme ich mir vor. Und das ist bis zu meinen Touren, nein, sogar bis, boah, bis wohin? Ich zeig's euch bis wohin. Indem ich jetzt auf den Turm da klettere, der ist hier, glaube ich, ne? Aber ich kann eigentlich so spielen. Ja, genau, hier ist der Turm. Sogar der ist zugeschneit. Der Turm ist zugeschneit. Der Turm ist zugeschneit. Ja. Okay, ich habe jetzt diese ganzen, diese ganzen Dirt-Dinger da weg abgebaut, damit der Turm leer ist. Und wo ich von dem Turm runtergegangen bin, habe ich gesehen, alles fängt an, sich voll zu schneien. Gehen wir mal nach ganz oben, dann seht ihr es, was ich meine. Verdammt, ich muss die Renndistanz wieder erhöhen. So, dann leckt's so sehr. Aber ich kann es euch schon mal zeigen. Hier, alles um den Turm herum ist Schnee. Fast so, als wäre der Turm der Grund, warum es so schneien würde. Es ist so, Der Turm des Schnees. Eine, ja, egal, ich mache jetzt einfach mal auf weit
leckt zwar extrem dran, aber ist ja egal. Dann seht ihr es, ne? Schaut euch das doch an. Das ist bis zu meiner Bücherei alles vollgeschneit. Seht ihr, wie hässlich das aussieht? Seht ihr das? Oh, da fange ich ja gleich an zu weinen. Nach hinten ist nicht so vollgeschneit, aber das ist hier nicht der Fall, weil hier ist ja nicht meine Welt. Hier ist meine Welt. Meine zerstörte Let's Show-Welt. Alles vollgeschneit. Sieht doch hässlich aus, oder? Kann man doch nicht mehr drauf spielen. Hier ist das Meer und da hinten seht ihr gleich mein Lager aus. Hier geht's zur, ja, hier seht ihr es, glaube ich. Hier ganz in der Mitte kann man schwer sehen, aber hier ist mein Höhlenhaus, das habe ich abgerissen. Oder zum Beispiel angefangen abzurissen, sag mal so. Hier ganz in der Mitte des Bildschirms. Und da hinten müsste ich gleich mein Lagerhaus aus dem Sichtfeld erheben. Aber jetzt seht ihr, was ich meine. Alles ist kaputt, alles voller Schnee. Das alles ist jetzt ein riesiger Schnee-Junk. Nee, ein Schnee-Junk, nicht ein Schneebiom quasi. Hat sich in ein Schneebiom verwandelt. Und jetzt seht ihr mein Lager aus, ganz hinten. Kann man sehr schwer erkennen, aber... Ja, das kann man schon erkennen, ist jetzt in der Mitte des... Oder warte, ich zeig's euch. Jetzt müsstet ihr sehen, am oberen rechten Bildschirmrand. Und überall Schnee. Boah, ist doch eine Katastrophe, oder? Und das ist auch ein Grund, das ist auch der Grund, warum ich damit aufhören will, mit diesem... Mit dieser Welt. Zudem gibt es, finde ich, hier auch überhaupt keine Mine. Ich habe hier, ich habe mindestens 30 Schluchten gefunden und 0 Minen gefunden. Und wenn ich sehe, der Gronk, der findet in jeder seiner Schlucht eine Mine mindestens. Und ich habe auch mit Balzer neulich angefangen zu spielen. Da haben wir auch eine Klippe gefunden und auch eine Mine. Also bei mir finde ich allerdings keine Mine. Und ich will schon Minen drin haben. Seht ihr, was alles kaputt ist? Oh Mann, hier ist alles eingefroren. Oh. Eine kaputte Welt. 2012 hat meine Welt zerstört. Nein, meine Welt. Was mache ich jetzt nur? Meine schöne Welt ist kaputt. Ich habe seit April angefangen mit zu spielen. Und dann kommt dieses 1.1 Teuflische raus. Und jetzt ist alles vollgeschneit. Alles vollgeschneit. Alles voller Schnee. Nein. Das darf nicht sein. Nein! Meine Welt ist kaputt. Meine Welt ist kaputt. Oh Gott. Okay. Ich weiß, was zu tun ist. Ach, was ich alles gebaut habe. Das Zombiehaus. Der Leuchtturm da hinten.
Farm. Das Lagerhaus, auf das ich gerade stehe. Der Turm da hinten in der Entfernung. Das Minenhaus, die Bücherei, die nie fertig geworden ist. Die Monsterfalle im hintersten Punkt meiner Karte. Meine zweite Monsterfalle im hintersten Punkt meiner Karte. Das alles ist jetzt Vergessenheit. Meine Welt ist kaputt. Durch diesen 1.1. Alles ist eingefroren. Das Leben hier ist ausgelöscht. Keine Schweine laufen mehr herum. Die Welt ist tot. Eine tote Welt. Wäre das vielleicht besser für uns? Die ganzen Höhlen, die ich erforscht habe, die ganzen Werkzeuge, die ich gecraftet habe. Die ganzen Diamanten, die ich gesammelt habe, über 100. Das ganze Eisen, das ganze Craften, alles endet nun. Mit diesem Sprung werde ich meine Let's Show-Welt beenden. Und auch diese Let's Show. Bis dann, Leute. Aber es ist noch nicht vorbei mit Minecraft. Nein, nein. Es geht nämlich noch weiter. Und zwar, Moment, eine andere Musik. Ein bisschen habe ich vom Gong geklaut, ich weiß. Na, meine passende Musik. Ja, ein bisschen fröhliche Musik. Und so habe ich hier eine neue Welt angefangen. Eine neue Let's Show Welt. Ich glaube, ich mache ein bisschen lauter. Neues Let's Show. Habe ich angefangen. Und zwar hier auf einer Insel, in einem Dschungelbiom. Das hier ist alles eine Insel. Eine einsame Insel ist es. Finde ich extrem cool, dass es eine einsame Insel ist. Ich wollte nämlich einen auf Ureinwohner machen. Und lauter primitive Gebäude machen. Hier habe ich schon angefangen mit einem. Jetzt zeige ich mal die Ressourcen, die ich habe. Ich habe noch nicht so viel. Das ist alles, jede Ressource, die ich gerade habe. Auf einer neuen Welt. Hier habe ich angefangen Zuckerrohr zu pflanzen. Hier ist mein kleines schlichtes Haus. Hier habe ich angefangen das erste Holz abzubauen. Und ich habe einen Apfel in der Hand. Yam, yam, yam. Jumping. So, das ist das Dschungelbiom für die Leute, die ihn noch nicht kennen. Der kommt in der im nächsten Update. Ich habe ihn schon mit einem Snapshot leider schon. Also schon, was heißt hier leider? Finde ich sehr cool, den Dschungelbiom. Der macht mir richtig Spaß, hier zu arbeiten. Hier zum Beispiel die ganzen Büsche hier abzubauen, von oben nach unten. Und die ganzen Saplinge mitzunehmen. Das ist ein sehr cooler Spaß gerade. Also die Dschungelbiome, die sind einfach nur cool. Der Nachteil ist, ich musste meine Let's Show Welt aufgeben. Aber das ist mir absolut wert für dieses geile Dschungelbiom. Zudem wollte ich schon eh auf einer neuen 1.8 Welt spielen, weil meine andere Welt, die war ja extrem verbuggt. Und so, also von den Biomen, da waren überall Fehlaufbau Sachen. Und ja, alles ist neu, also viel besser sind die Biome. Ich bedenke, wo ich angefangen habe mit 1.4 mit meiner Welt zu starten, da ist das hier ein viel größerer Spaß als die 1.4 Welt, die ich damals gestartet habe. Ich kann ja mal einen riesigen, ihr seht wie groß die Bäume sind, ich kann ja mal einen hochklettern, wenn ihr wollt. Auf die Lianen kann man auch hochklettern. Für die Leute, die es nicht wissen, seht ihr? So, ja, ich kletter mal einen Baum hoch. Kann mich auch hochstapeln, wenn ihr wollt. Also ich mach's jetzt einfach mal. Aber verdammt, ich kletter diesen Baum da hoch. Bäume klettern. Juhu. Wo soll ich den Baum hochklettern? Ja, ich glaube, ich kletter den hoch. Na, jetzt. Nein, so geht's auch.
Hoffentlich komme ich da hoch. Oh, hier geht es ganz schön tief runter. Schaffe ich's? Ja, solche Jump-Dinger konnte man in meinen alten Welten niemals machen. Da war alles so flach, aber jetzt ist es doch sau cool gemacht, oder? So, kletter mir diesen Baum hoch. Ja, klettern wir auf den Baum. verdammt, ich muss jetzt aufpassen beim Elekt und wenn ich runterfalle, dann ist es mein Aus. Okay, soweit alles okay. Hier muss ich den abbauen. Oder ich kann hier sogar einen, ja, ich glaube, ich mache hier Sanddinger. Ist ja egal. Ich kann es ja später wieder nach der Aufnahme wieder in Ordnung bringen. Da kann ich hochklettern, aber ich brauche hier diesen Stapel für oben. So, jetzt sind wir fast oben. Dann zeige ich euch das riesige Dschungelbiom. So, wir sind oben und das ist die Insel. Ihr seht, hier ist alles mit Wasser umschlungen. Hier ist ein Sumpfbiom. Eine einsame Insel. Und mein Haus ist da hier unten. Seht ihr das? Da, wo das Fadenkreuz ist. Da ist mein Haus. Ja, und später will ich hier alles abholzen in den Urwald. Ein großes Stück. Und dann will ich hier eine Aztekenstadt bauen. In Verbindung mit diesem Sumpfbiom. Das wird alles... das nehme ich mir dann alles vor in den nächsten Wochen. Und wenn ich das einigermaßen wieder aufgebaut habe, die Welt, also eine Welt habe ich, wenn ich einigermaßen eine Welt aufgebaut habe, dann gibt es ein neues Let's Show. Und ja, ich nenne es dann Let's Show Minecraft Nummer 2. Gut, und dann sehen wir uns im nächsten Let's Show 2 wieder. Bis dahin, Servus, euer Kevin. Servus.